Kaum erblicken wir das Licht der Welt, schon geht es los mit dem Altern. Unsere Lebensuhr tickt, von Geburt an. Ärgerlich und zuerst sichtbar die Haut. Aus straff wird schlaff, aus glatt faltig. Mit jeder Sekunde ein bisschen mehr. Dann kratzt das Alter an unseren Sinnen, unaufhörlich. Und die Lebensuhr tickt, gnadenlos. Langsam verlieren wir auch noch den Durchblick, werden altersschwach, oft auch krank und pflegebedürftig. Und irgendwann bleibt sie stehen, unsere Lebensuhr. Die physiologischen Prozesse des Altwerdens können wir nicht aufhalten. Ebenso wenig, dass wir sterben. Aber, und das ist die gute Nachricht, wir können unsere gewonnenen Jahre beeinflussen und positiv gestalten. Und das sollten wir auch, denn wir werden immer älter und immer gesünder älter. Noch nie in der Menschheitsgeschichte gab es so viele alte Menschen, die so komfortabel leben und so fit sind wie heute. Längst erfüllen die 60, 70, 80, gar 90-Jährigen nicht mehr die Klischees vom alten Menschen.